Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dino Katzen hier bei uns oben im oberen Teil der Base, wo wir uns heute mal um ein bisschen Breeding kümmern werden. Aber nicht nur, wir werden auch noch Gullies weiter themen. Aber unsere Gullies, die wir in der letzten Folge getamed haben, wofür wir immer noch Namen brauchen, gerne in die Kommentare schreiben, haben uns ein Ei geschenkt und das hier ist das Ei, das wir bekommen haben. Ah, kein Benzin drin, schade, die Dade. So, wir brauchen einmal in diesem Ding Futtertrog hier ein wenig was und wir brauchen einmal in dir etwas. So, wundervoll. 2, 2, 1. Schönes Lied, nices Lied, macht einem immer wieder Spaß, das Ding anzuhören. Und wir brauchen ein wenig Generator-Power, bedeutet, wir brauchen ein wenig Benzinikus. Und das Ganze am besten ganz kurz auf 20. Wunderbar, die Dinger reichen uns für eine halbe Ewigkeit, wenn wir brav ausmachen, wenn wir fertig sind mit dem Ausbrüten. Das sollte eigentlich funktionieren. So, das Problem an der Geschichte ist, wenn wir jetzt hier anmachen und das Ei so ausbrüten wollen, dann gibt es eine gewisse Brützeit. Gucken wir uns das mal kurz an. Wir gucken hier, okay, Ei-Brühzeit geht relativ runter. Ah, Brüten dauert noch 9 Minuten ungefähr. Könnte man jetzt machen, dann würden wir in der Hälfte der Folge wieder hier sein und würden anfangen, das auszubrüten. Das Problem an der Geschichte ist, eigentlich das Hauptproblem an der Geschichte. Und zwar haben wir einen großen Nachteil, wenn das Ding schlüpft, währenddessen es da liegt und ich nicht da bin. Und das passiert mir leider immer häufig. Und deswegen werden wir lieber mit der Hatchery unten arbeiten, die aber momentan deaktiviert ist. Wir aktivieren die, beziehungsweise wir deaktivieren sie nochmal. Dann machen wir das hier, wir legen die hier auf den Boden, die Galli-Eier, und dann aktivieren wir sie, weil jetzt hat sie nämlich ein Eichen aufgehoben, und zwar das da, und brütet das aus. Und da sieht man auch dran, dass es das jetzt runterbreedet. Der gelbe Balken oben geht jetzt immer weiter nach unten. Und wenn das Ding fertig kurz vorm Schlüpfen ist, dann brauchen wir uns nicht Sorgen machen, dass es direkt schlüpft. Dann ist es in der Hatchery drin. Ist eine coole Geschichte. Gunner, Gamma. So, folgendes. Wir brauchen ebenfalls, ich habe mir es immer noch nicht auf eine feste Taste gelegt. Den Bloom Quality Command müssen wir wieder weghaben. Den Sunclair, der nervt mich nämlich zu Tode jedes Mal. Der Light Chefs ist das nämlich. Der hier. Zack. Ne, ist wieder der falsche. Darf das wahr sein, ey? So, jetzt sind beiden, ist es weg. Dann haben wir nicht dieses ganze, wir werden zu Tode geblendet die ganze Zeit. Das ist nämlich ultra nervig. Wie gesagt, ultra nervig. Das ist ein Galli. Halt, das ist ein Skorpion. Und Megalosaurus auch noch dazu. Wow, okay. Bisschen arg. Na, wir müssen irgendwann mal unsere Base wieder ein bisschen securen, habe ich das Gefühl. Cute. Naja, ab nach oben und mal gucken. Hier oben sind die ganzen Pflanzenfresser, die großen. Da oben ist doch hundertprozentig noch... Oh, hi. 2, 3 Trikes, die sehen sehr, sehr krass aus. Die gucken so bösartig, ey. So, der Alpha-Kano wird da wahrscheinlich noch irgendwo rumdackeln. Denke ich mal. Der wird noch in einer der nächsten Folgen für uns eine Möglichkeit bieten, ihn umzubringen mit Godzilla. Oder mit einem Drache, je nachdem, mit was wir das machen wollen. Da ist ein Galli. Und du bist doch jetzt ein Weibchen, weil ich das jetzt gerade einfach so entschieden habe, dass du ein Weibchen bist. Das ist dein Ernst, dass du jetzt runterfallen wolltest in dem Moment. Wenn du jetzt ein Männchen bist, dann lasse ich dich fallen. Tschüss, ab in den Sumpf mit dir. Muhahaha. Hör auf, das Galli anzugreifen. Nein, 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 nein. Okay, mein Galli. Und du bist ein Weibchen, habe ich jetzt entschieden. Männchen! Was zum Fick, Alter. Okay, ein Männchen. Du darfst gerne fallen, kein Problem. Lass dich gerne zu, du darfst da gerne runter in den Sumpf und dich mal schnell umbringen. Das ist in Ordnung für mich. Ich habe da kein... Upsala, gut verschluckt an der eigenen Spucke. Katze kann das. Erste Katze kann das. Oh, kaputt. Ja. Wo haben wir hier noch ein Galli? Wir brauchen noch ein Galli-Balli, Dalli-Halli-Halli. Und zwar Dalli-Dalli. Komm schon, hier irgendwo sind noch Gallis. Ihr seid keine Gullies. Ihr seid Gullies. Männlicher Gulli muss Level 8. Wundervoll. Genau das habe ich gesucht. Einen weiteren Unnützen. Oh, was machen wir eigentlich, wenn aus dem gebreedeten Männchen wird? Dann sind wir traurig, würde ich mal behaupten. Weibchen? Männchen? Level 27? Was zum Fick? 4 Männchen gefunden, nicht einen einzigen. Nicht einen einzigen Weibchen, nee. Verlobst. Okay.
Interessante Geschichte. So, gucken wir mal gerade hier, ob wir hier irgendwo einen ausspähen können, den wir brauchen können. Brauchen sowieso gerade neue Ausdauer. Was ist das da unten? Am Beehive. Okay, ich dachte, das ist ja irgendein Alpha, der sich versteckt hält. Nope. Das ist ein Bronto, oder? Ja, Bronto. Das sah von hinten gerade ein bisschen anders aus. Da ist ein Gully. Weibchen, Level 77. Den brauchen wir. Den da brauchen wir. Meiner. Der gehört jetzt mir. So. Wundervoll. Dachte schon, jetzt muss ich mich hier langsam aber sicher ärgern über den Gully, aber ist nicht der Fall. So, da unten ist unsere Tamebox. Ah, Fahrstuhlmusik. Okay. Leinda. Oh lol, das ist ein Haichen direkt an unserer Landgrenze. Was fällt dem Hai da ein? Könnt den bitte mal jemand beißen, den Hai? Oh fuck, das Tor ist noch offen. Hab ich komplett vergessen. Das war knapp. Okay, das hält er aus. Das habe ich getroffen, aber das wird ja nicht angerechnet. 60 Euro. Und da. Nein, verdammt, ins Tor geschossen. Nennt mich Ronaldo-Katze. Ich habe dich schon wieder gehittet, oder? Da hängt das Ding hier irgendwo in der Wand. Hallo, Mr. Gully. So, komm, du bist down in 3, 2, 1. So, wundervoll. Für dich brauchen wir auch ebenfalls 2 Kibbel, würde ich behaupten. 1, 2. Collect die Cozy. So, die 2 Kibbel hier reinlegen. Wir brauchen ebenfalls auch noch ein bisschen Narko. Aber da sollte eigentlich 30 reichen. So. Frisst du davor oder danach? Das ist die Sache, die ich jetzt wissen will. Schaffst du es so zu fressen, dass ich kein Problem damit habe, Narkos reinstopfen zu müssen auf deinem Level? That is what I want to know. And my English is the yellow from the egg. So, try again later, Leute. Try again later. So, das muss kurz weg. Wir müssen gerade mal gucken. Habe ich noch irgendwelche Namen vergeben? Ja, habe ich. Aber ich habe, glaube ich, alle rausgelöscht. Ja, habe alle rausgelöscht, die ich nicht vergeben habe. Sehr schön. Wir sind fast auf Halbzeit. Komm schon. Die Halbzeit von 2300 ist 1150. Und wenn er da vorfressen sollte, dann passt das. Bei 1150 ist aber der letzte Punkt. Also 1250 würde ich sogar sagen. Er frisst. Er hat gefressen. Es würde passen. Aber wir geben ihm trotzdem mal für den Fall der Fälle die kompletten Narkos. Dadurch verlieren wir ihn hundertprozentig nicht. So. So, Mr. Quetzel. Komm mit, mein Freund. Wir gucken mal gerade, wie weit das Eichen ist. Und hoffen einfach mal, dass das Eichen gerade gut ist. Etchery, du bist doch bestimmt schon fertig mit dem Eichen, oder? Ja, ist schon fertig. Die Breeding-Zeit ist fertig. Können wir deaktivieren. Jetzt ist halt die Frage, ob wir ein Männchen oder ein Weibchen da rauskriegen. Egal was wir kriegen, wir werden es auf jeden Fall behalten. Einfach fürs zukünftige Breeden auch noch. Aber wir hoffen natürlich, dass es was Cooles wird.
fallen lassen. Und das müsst ihr dann auch direkt schlüpfen gleich. Eins und schlüpft. Ein Baby Gallimus. Und zwar ein Weibchen. Wundervoll. Verhalten, Wandern deaktivieren. Verhalten, Zielentfernung, Folgeabstand, niedrigste. Komm mal mit. Komm mal rüber hier. Komm zur Katze, so ist das fein. Sogar Level 103 bist du geworden. Bist aber ein großes Freundchen, ey. Wunderbar. So, ich möchte mal ganz kurz jemanden vorstellen. Das hier, das ist die Nanny. Und die Nanny, die wird dich durchfüttern. Die hat nämlich hier Bärchen drin und die wird sie dir reinstopfen, okay? Also, kleiner Galli, tu mir den Gefallen, dass du das nicht so beendest wie andere Leute und einfach mal kurz drauf gehst, währenddessen ich versuche, dich hochzuzüchten. Hier hast du schon mal 63 davon, für den Fall, dass du Nahrung aufbauen möchtest, okay? Das reicht, um ein bisschen Nahrung zu gewinnen. So, ich gehe dann schon direkt wieder weiter und freue mich jetzt über das Viech, das wir gerade getamed haben. Wo ist mein Quetzal? Vorne habe ich es abgestellt. So. Uiuiui. Und irgendwann haben wir genug Galli-Eier, um wirklich gute Biber und so weiter zu zähmen. Ich glaube, das ist auch der einzige Teil, mit dem man mit Gallis anfangen kann. Wir gucken kurz nach. Gallimus Kibble. So, für Terrorbirds und für Biber. Genau, Terrorbirds brauchen wir nicht unbedingt immer. Aber ist trotzdem eine nette Geschichte. So mit dem Kibble im Allgemeinen. Deswegen, das ist eigentlich immer ganz nett. Es gibt doch auch noch irgendwo die Auflistung. Genau, wir haben Dilo, wir haben Ankylo, wir haben Kano, wir haben Trike, wir haben Sarko, wir haben Stego, wir haben Argentavis, wir haben Spino, wir haben Megalodon dadurch abgedeckt. Einen Patchy müssen wir uns noch holen. Dann könnten wir ein Parazier themen. Dödi haben wir auch schon. Mit dem Kano haben wir den Direbear abgesetzt. Mit dem Skorpion, die wir haben, haben wir Rexe, Quetzal, Dimetrodon, Gallimus, Terrorbird. Und Terrorbird ist für Woolly Rhino, genau. Quetzal ist für Giganto und Quetzal ist ebenfalls für andere Geschichten. Also wir haben eine Menge schon fertig, was wir machen müssen. Und ich glaube, arg viel andere Sachen. Titanbonus haben wir mittlerweile auch schon. Die Pego sind noch die einzigen Sachen, die wir eventuell zusätzlich brauchen. Und Lystrosauren ist so eine Geschichte. Damit können wir Plipdokosauren und Allosauren tamen. Ah. Und mit Allosauren können wir Griffins tamen. Also es gibt eine Menge lustige Geschichten. Kompis ist noch eine der Sachen, die wir uns allgemein mal tamen sollten. Deswegen, da bin ich gerade am Überlegen, ob wir eventuell auch noch Kompis irgendwann mal tamen. Aber erstmal holen wir uns unseren Galli hier raus. Der ist jetzt nämlich fertig, habe ich entschieden. Da ist er. So. Mit einem guten weiteren Biber können wir nämlich anfangen, Biber zu breeden. Und dann können wir die Biber zum Farmen benutzen. So, ein weiterer Galli für euch. Bitteschön. So. Dann haben wir jetzt 13 Minuten der Folge rum. Das ist wundervoll. Das bedeutet, wir können jetzt theoretisch noch zum Giga gehen und ein bisschen Party machen mit dem. Ich glaube, das werden wir auch tun. Ein wenig Party mit dem Giga Godzilla. Damit wir damit noch ein bisschen Level farmen können und allgemein hier mal in der Umgebung wieder ein bisschen was abreißen können an bösen Mobs. Wie zum Beispiel dem T-Rex, der da gerade runtergedackelt ist. So, wir haben jetzt drei Weibchen. Drei Weibchen Gallis mit Oviraptor plus Hatchery Boost plus. Oh, den Hatchery Boost könnte ich eigentlich anlassen. Ich weiß gar nicht, ob es Oviraptor Boosts stacken, aber der Hatchery Boost dürfte noch drauf kommen eigentlich. Naja. Ich habe noch so viele Dinos, die wir tamen müssen. So viele Dinge. So. Komm schon, sitz. Bist du eigentlich auf Passiv? Wie wär's, wenn du mal auf Neutral gehst, damit du, wenn du angegriffen wirst, dich auch verteidigst? Godzilla, du stehst hier nur AFK rum und hast ein Level up? Da ist er. So. Ja, du bist ein feiner Godzilla, ist okay. So, komm, wir müssen uns jetzt um Kano kümmern. Oh,
Da vorne wird gerade ein Bronto ziemlich zur Schnecke gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass das ein guter Fleischfresser ist. Ja, ich weiß nicht, wer dich angegriffen hat, aber ich muss sagen, du schmeckst mittlerweile sehr gut. Oh, der war das wohl der T-Rex da unten? Komm schon, lauf! Drauf, 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 drauf! Oh, nom nom nom, fein! Level 8er Rex, das ist doch ein Witz! Dann verspeise ich wortwörtlich zum Frühstück! So-di-do-di-do-di-do! Haben wir hier irgendwo unseren Alpha-Kano? Das hätte gerade eben einen Rage-Mode ausgelöst. Oh, das könnte auch wieder der Fall sein. Oh, das hat eine Menge Schaden gemacht. Nom nom nom, leckerer T-Rex zum Mittagessen. Nom nom nom. Nein, einfach den Bronto futtern. Komm. Einer braucht den Brontosaurus. Alles in Ordnung. Einfach durch den Wald ziehen und alles niedermähen. Nom 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 nom. Wo ist denn nur der Alpha-Kano hin? Das ist noch so eine Frage, die ich mir stelle. So, die sind auch alle tot. So. Hier sehe ich immer noch keinen Alpha-Kano. Entweder ist er wirklich oben weitergezogen oder der ist ganz runter zum Strand gedackelt. Am Strand wäre so ein Alpha-Kano natürlich nichts Besonderes mehr. Naja, in den Bergen jetzt auch nicht unbedingt, aber... Naja, ihr wisst, was ich meine. Alpha-Kanos sind lustig und ich will den gerne umbringen. Ein Geier. Oh, das Baum. Mach's gut. Oh, die Geier sind wohl welche von denen, die einen automatisch oben angreifen. Zum Glück hat der Gigantosaurus so eine riesige Range. Sonst hätte ich da wahrscheinlich gleich riesige Probleme, wenn die Viecher mich einfach umknatzen würden. Weil wenn die einen auf dem Viech sitzend angreifen, haben wir ein Problem. Was haben wir hier oben denn? Ein Quetzel und ich sehe nicht, welches Level. Selbst mit Fernglas nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Ah, das kommt zu mir. Das müsste ich jetzt eigentlich sehen können. Weibchen, Level 8. Nicht unbedingt das, was ich nützlich nennen würde. Eventuell sollte man das Weibchen da oben kurz abballern. Aber das kriege ich da nicht runtergeschossen. Dazu schieße ich zu schlecht. Schade. Schade Schokolade. Sowohl den Alpha nicht gefunden, als auch das Viech nicht gesehen. Na, schade. Mit das Viech nicht gesehen meine ich, das Viech nicht treffen können. Denn ein Quetzel ist etwas, was man ganz gerne kaputt machen kann. Denn es gibt nur so und so viele Quetzels, die gleichzeitig auf der Map fliegen können. Und freilaufen sein können. Und wenn diese freilaufenden... Oh, da ist ein Kompi, oder? Ne, ist ein kleiner Raptor. Das ist ein Gully. Da ist ein Gully und da ist ein Carnot. Ja, ja, geh dich verbuddeln. Mich hier einfach angreifen, gemein. Oh, wenn ich so ein Schweinchen noch töte, kriege ich ein paar Futtersachen dazu. Ich hab dir doch geholfen, guck mal. So, dadurch hat man jetzt keine Ausdauer mehr, was bei einem Giga überhaupt nichts ausmacht. Giga hat nämlich nie Ausdauer. Aber ein Giga kommt auch niemals zu spät. Er kommt immer genau dann, wenn er sich vorgenommen hatte zu erscheinen. Ja, kleiner Kano, was willst du jetzt von mir?
Level 79, der wäre lustig gewesen zu tamen. Naja. Schade. Schade Schokolade. Jetzt sind wieder ganz viele Gullis da. Das vorhin, wo ich geguckt habe, waren nicht so viele da. Kurz mal ein bisschen zubeißen. Und schon ist der Stego hinter uns ebenfalls Geschichte. Schade Schokolade. Naja. Okay. Bist du ein Weibchen? Wir werden es nie erfahren. Sodelo. Leider keine weiteren Alphas gefunden. Dann stellen wir unseren Giga mal wieder zurück in die Ecke, wo er anscheinend hingehört. Die Idee, einen Giga komplett auf Speed zu skillen, hatte Jody auch mal. Das wäre relativ interessant, weil wenn er durch normales Laufen sich so schnell fortbewegen würde, dass er gar keine Ausdauer mehr bräuchte, um zu sprinten wie jetzt, Entschuldigung, ich gehe, ne? Dann wäre das super. Hallo, Mr. Stego. Und rein in unsere Schlucht. Oh nein. Aua. Okay, was hast du denn eigentlich gerade alles gefarmt, Godzilla? Ja, du bist ein Happy Godzilla, ich weiß. So, was hast du bekommen? Ja, nicht besonders viel. Bisschen Prime, bisschen normales Fleischi. Ja gut. Dann fliegen wir mal ein Röntchen. Da können wir aber auch gleich noch Biberbauten mitnehmen, oder? So ein Männchen oder ein Weibchen? Kleiner Gully. Wir nehmen dich mal mit. Du bist ein Weibchen. Das habe ich jetzt entschieden. Ach, wie ärgerlich. Er ist einfach kein Weibchen. Gemein. Ein Biber. Bist du wenigstens High-Level-Biber? Kann es sein, dass du ein High-Level-Biber bist? Wow, nicht mal das hat geklappt. Okay, ich bin hier schon mal weg. Heute gibt es hier nur Müll für mich. Ist in Ordnung. So, naja gut, meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren. Heute benennen wir mal keinen Dino wieder, weil wir noch nicht in der Base zurück sind und ich auch gerade gar nicht wüsste, welchen Dino wir benennen wollten. Es gibt so viele und deswegen kann ich mich nicht entscheiden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein paar Dino-Namen mit in die Kommentare schreibt. Hashtag Dino-Name und dann euren Namen, den ihr vorschlagen wollt. Eventuell wird euer Name genommen. Lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich würde sagen, bis dahin erstmal. Ciao.